herzlich willkommen bei Ultra D Web TV, Sondersender NRW TV. Heute habe ich zu Gast bei Outbow Me einen Zahnarzt. Und dieser Zahnarzt hat eine Mission. Und zwar eine Mission des Zahns. Erstens, keine Angst haben vom Zahn. Ja. Zahn ziehen, kein Problem. Wächst nach, natürlich nicht. Das wird er aber gleich erklären. Und zwar die Zahnarztangst von Dr. Dent, der jetzt hier bei uns ist und jetzt zu euch spricht. Und zwar, was ist die Mission? Die Mission ist der mündige und aufgeklärte Patient. Im Studium haben wir es nicht gelernt, mit den Menschen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Das ist einfach, wenn sie eine Sache lernen, dann sind sie erstmal mit dem Thema beschäftigt. Aber die Kommunikation, eigentlich die Königsdisziplin von Arzt und Patient, das kam sehr kurz. Und in den letzten 25 Jahren habe ich mich damit beschäftigt, genau diesen Punkt aufzunehmen. Und zum 25-jährigen Praxisjubiläum meiner Praxis in Essen habe ich mich entschieden, ein E-Book rauszubringen und das mit einem Video zusammen zu mischen, sodass man dann in der Lage ist, wenn man das Buch beides zu haben und in der Lage versetzt wird, ja, als aufgeklärter Patient ja, zu seinem Zahnarzt zu gehen, zu seiner Zahnärztin zu gehen. Ich bin dein Zahnarzt. So, er hat sich erklärt und er erklärt jetzt noch etwas, und zwar ein Buch, was auch Spaß macht zu lesen. Ich reiche es ihm und er wird darüber sprechen. Ja, also 25 Jahre sind es quasi im Februar gewesen, 20 Jahre vor 5 Jahren naheliegenderweise, und dort habe ich ein Gedichtband rausgebracht. Nun, was hat ein Gedichtband mit dem Zahnarzt zu tun? Ist ja erstmal ein bisschen spooky. Ganz einfach. Ich habe mir gesagt, okay, wir Zahnärzte haben einen Aspekt von den Zähnen, aber die Menschen ganz anderen. Und da habe ich einen Gedichtwettbewerb in den diversen Foren europaweit veranstaltet, gab auch Preisgeld. Und es hatten sich nicht 100, nicht 200, sondern 600 Gedichte eingefunden bei mir. Habe ich alle gelesen, mehrfach gefiltert und so weiter. Am Ende des Tages kamen also 20 bei raus, die ich ausgesucht habe. Ja, keine Frage, schlecht waren. Also mir haben sie gefallen. Mit Fotos von mir. Und die geben im Prinzip ganz unterschiedliche Emotionen zum Thema Zähne und Zahnarzt wieder. Also das lohnt sich wirklich mal reinzugucken. Ist auch ein cooles Geschenk für seinen Zahnarzt, der mal wieder vielleicht so mitkriegt, was die anderen so über das Thema denken. Also das ist dieses Büchlein, was entstanden ist. Kann man es bei Amazon auch bestellen. Also das kurze Geschichte, dass ich also vor 5 Jahren schon angefangen habe, diese Kommunikation in den Vordergrund zu stellen und jetzt gerade weitermache. Also so eine Idee, also euren Zahnarzt ein Buch zu schenken, auf die Idee ist ja noch keiner gekommen. Nee. Also mir hat auch so als Medienkanzler noch keiner ein Buch geschickt oder geschenkt oder gesagt, hier lest doch mal über Medien. Also das ist eine tolle Sache. Also hier witzige, also ich habe es gelesen, es sind wirklich witzige Sachen über Zähne oder allgemein. Und enden irgendwo dann doch an der Wurzel. Und da sind wir beim nächsten Thema, die Wurzel bzw. der Zahn. Ich bin dein Zahnarzt. So, meine Damen und Herren, ich habe hier was in der Hand. Sieht merkwürdig aus, ne? Ich persönlich weiß nicht, was es ist, aber da muss ich jetzt schummeln. Ich weiß natürlich, was es ist, aber das wird natürlich jetzt erklärt, was das ist. Es ist ein Mammutzahn. Ein was? Ein Mammutzahn. Also richtig sehr alter Zahn, verdammt alter Zahn. Ja, also vor Eiszeit datiert, also schon länger her. Und der hat natürlich eine gewisse Gemeinsamkeit mit unseren Zahnwurzeln. Er hat zumindest Wurzeln ein paar mehr als wir. Und insofern fand ich das ganz witzig, mal so ein Teil mitzubringen. Die meisten kennen es ja nur aus dem Museum. Ich habe es mal geschenkt bekommen von einem Fan, in Anführungsstrichen, der das in seiner Sammlung hatte. Ich habe es mal mitgebracht, weil hier kann man ganz wichtige Sachen erkennen. Ein Zahn guckt im Mund, ist aber auch mit dem Körper verbunden. Und diese Verbindung ist eigentlich eines der Geheimnisse der Zahnmedizin, was wir jetzt gelüftet haben. Wir kennen uns ziemlich gut aus und wissen, wie man einen Zahn lebenslang erhalten kann. Und das führt natürlich jetzt in dem kurzen Gespräch ein bisschen weit. Ist jedoch mal ganz interessant, da gibt es auch ein Kapitel in meinem E-Book natürlich zu Parodontitis oder Parodontose und Zahnerhalt. Am Ende des Tages ist es einfach ein Ritt durch die Branche. Angst ist ein ganz wichtiges Thema, vielleicht auch die Reparatur, was für Füllungen gibt es und warum die auch lange halten sollten, wie man das macht. Also einmal rundum die Zähne, Zahnarzt, Deutsch, Zahnarzt.
Finde ich cool. Cool. Super. Ich bin dein Zahnarzt. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Aber wir fragen nicht bei Shakespeare, wir fragen den Zahnarzt. Ja. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Und jetzt habe ich was ganz Besonderes hier. Also ich glaube, auf den ersten Einblick wird keiner die Kurve kriegen, was eine Auster und ein Stein zusammen mit der Zahnmedizin zu tun haben. Ich werde es mal aufklären. Ein Begriff, wenn Sie das sich merken und Ihren Zahnarzt mal fragen, der heißt nämlich Tertiärdentin. Ui. Was ist denn Tertiärdentin? Ich glaube, da muss ich unten reinschreiben. Das ist geil. Tertiärdentin. Tertiärdentin ist der Grund, warum Sie zum Teil Ihre Zähne noch im Mund haben, weil wird an einem Zahn gebohrt, dann gibt es eine Reaktion des Nerven oder des Gewebes und der kann sich im Idealfall selber einmauern. Was kann der? Der mauert sich ein. Okay. Das ist cool. Dieses Dentin, also Tertiärdentin, ist quasi eine Reaktion des Organismus zum Schutz des Zahnnerven. Und jetzt kriege ich die Kurve zur Auster. Wir alle wissen ja, dass Austern im Allgemeinen auch Perlen machen. Ja. So, und das ist genau das Gleiche. Bei einer Perle, das ist ja ein Fremdkörper, ein Sandkorn, was durch Zufall in diese Auster gekommen ist. Und die wird dann umschlossen, quasi durch Perlmutter, also durch Schichten, und isoliert von der, vom Inneren der Auster. Und so ist dieses Tertiärdentin, es heißt deshalb also Tertiärdentin, weil das erste Milchzahn, was Milchzahndentin heißt, also das erste, das zweite ist Sekundärdentin, das ist das, was in dem bleibenden Zahn drin ist, und das Tertiärdentin ist dieses Dentin, was künstlich auf einen Reiz geschaffen wurde. Also eine Art Reparaturharz im Zahnnerv. Mehr gibt es natürlich auch in meinem E-Book, das ist klar. Wird ein Zahnkompass sein, kommt bald raus, aber so weit, so gut. Also jetzt lüfte ich mal das Geheimnis, was hat jetzt hier eine Auster mit Zähnen zu tun? Mhm. War das okay für dich, mal was ganz anderes? Also ich bin jetzt verdutzt, weil ich habe schon, ja, wollte gerade sagen, ich habe so vieles in meinem Leben schon gehört und gesehen, aber dass das so ist, weil Punkte, sind wir ehrlich, ja. Punkte Zähne, wer geht zum Zahnarzt? Also ich finde das so super, ja. Ich finde das so super, was er macht. Euch virtuell zu sagen, hör mal, du brauchst an sich gar keine Angst vor dem Zahnarzt zu haben, die hast du, brauchst mir nicht erzählen. Haben wir alle, ich habe die auch. Wollte ich gerade sagen, jeder Arzt ist der beste Patient, wenn ein Arzt zu einem Patienten geht, wenn ein Arzt zu einem Arzt geht, ich glaube, da sind die besten Patienten untereinander da. Aber ist halt so, also ich bin jetzt gerade verdutzt, weil das kannte ich noch nicht. Das stimmt nicht, das ist Insiderwissen. Wollte ich gerade sagen, und das darum geht. Das schützt Zähne, das schützt Ihren Zahn mitunter sogar. Das finde ich super. Und deswegen gibt es auch die neue Sendung hier, About Me. Heute halt ein Zahnarzt, nicht nur immer einer aus der Welt der Medien, sondern wirklich aus dem Metier, wo jeder hin muss, leider. Und wann muss er immer dahin? So ab, ja, halbjährlich schon mal so. Halbjährlich sollte doch zum Aber da gibt es dann noch ein paar Geheimnisse mehr, die wir vielleicht ein andermal lüften. In der Sendung lüften wir jetzt keine Geheimnisse. Ich stelle euch halt vor, Mut zur Lücke. Mut zur Lücke, füllen Sie Ihrem Leben auf den Zahn. Das finde ich so super. Impuls, Workshop und Training bei Dr. Det, der das macht, nicht nur hier auf dieser, das war eine Messe dieses Jahr. Da gab es Interviews, ja. Ja, in Köln war die Messe. Und da wurden einige Interviews gefahren für den Insider-Arzt, also Zahnarzt. Ihr habt über Kompressoren gesprochen. Ja, über auch vor allen Dingen über die neue Ausrichtung der Zahnmedizin, dass wir digital werden oder uns, diese Digitalisierung erwischt, obwohl wir ja eigentlich Handwerk machen. Also diese Mischung macht's halt. Und das war auch Thema dieser Messe, ich sag mal, dieses Messe-Tsunamis, der uns mit so viel Informationen gefüllt hat. Und die wieder umzusetzen, das wäre ein eigener Schnack. Ja, wollte ich gerade sagen, das machen wir jetzt hier nicht, aber ich habe es ja leider Gott sei Dank mitbekommen, wie es da zugegangen ist auf der Messe in Köln. Also da war auch mit Zahnerhalt und da habe ich sofort gestoppt, sage ich, Zahnerhalt? Der Zahn macht, oder mit dem Zahn kann man die Zähne, also diese Zahnstruktur, wo das den Kieferaufbau mit Zähne, das fand ich so super. Da also das ist dann auch, glaube ich, das Highlight nochmal dieser ganzen Präsentation. Es geht darum, in jeder Branche gibt es Querdenker, die so querdenken, dass erstmal alle sagen, hä? Was ist denn das? Und da gibt es also einen, der in Deutschland so eine Firma hat für Implantate, aber der hat eben einen kennengelernt, der hat gesagt, man nimmt ja Knochenaufbaumaterial, um künstlich Knochen zu schaffen und zurückzuholen, aber er ist eben kein eigener. So. Und eigene Knochen rauszunehmen, irgendwie erkläre ich lieber nicht, wie doof das ist. Das lassen wir mal jetzt hier. Und der hat was ganz Pragmatisches gemacht. Der hat gesagt, okay, wir nehmen den gezogenen Zahn,
rein hingehen von allen organischen Bestandteilen, die danach irgendwie stören können oder auch Bakterien, also es wird desinfiziert, dann kommt das auf Deutsch in eine Art Moulinette, also in so ein zerkleinert, richtig schon zum Pulver. Da kommt so ein Brei raus und den tue ich in diese Wurzel, in die Wunde rein, weil es ja körpereigenes Material ist. Und an dem kann sich eben die Regeneration beschleunigen. Ein super spannendes Verfahren, ziemlich, ich sag mal, diskutiert natürlich, auch funktioniert. Ja. Und solche Sachen findet man halt auf so einer Weltmesse dann, wenn man da mal rumstreift. Ich fand das so super. Also wie gesagt, Dr. Benz Dental Mission kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, wir machen natürlich Kurzclips, keine ganze Sendung. Natürlich können wir eine ganze Sendung machen, aber wir wollten euch den Dr. Det heute mal kurz vorstellen. Das haben wir hiermit gemacht. Braucht ihr mehrere Informationen, geht auf seine Seite, wird unten eingeblendet. Schaut es euch an. Schaut euch das E-Book an. Das kommt erst noch raus. Ja, ich sag ich ja. Schaut es euch an. Das ist eine Entstehung. Ja, kommt. Also hier wurde es heute mal gelüftet, ja, dass es kommt. Weil es kommt, das entscheidet Dr. Det. Ne? So, aber das Buch, darauf wollte ich hinaus. Das Buch könnt ihr auch lesen. Ihr könnt eurem Zahnarzt mal so ein tolles Buch schenken. Der Hammer. Ne? Damit der Onkel Doktor mal in sich geht und sagt, jo, an sich. Das denken die Menschen. Ja, genau. Ja, nicht die Ärzte. Wollte ich gerade sagen, der Arzt denkt nur an seinen Zahn. Und so weiter, das ist klar. Aber wie ihr jetzt denkt, lassen wir jetzt außen vor. Aber ihr seid total und recht herzlich willkommen bei Dr. Det, die dentale Mission. Ihr seid natürlich hier auch total herzlich willkommen, wie jeden Tag auch. Nicht nur als Kunde, als Schauspieler, als Künstler aus aller Welten, sondern ihr seid halt recht herzlich willkommen. Und da enden wir jetzt schon und wir bleiben bei Dr. Det und seiner Mission. Ja, Dr. Det, Dental Vision hier. Also, mein Name ist Dr. Detlef Schulz, bin Zahnarzt in vierter Generation und mache nun 25 Jahre in Zähne, von morgens bis abends. Wie viele von euch können sich vorstellen, dass das irgendwie sehr einseitig ist? Ja, das ist es. Aber ich sitze auf der einen Seite des Stuhls und die auf der anderen Seite des Stuhls. Und insofern höre ich nun viele Jahre lang immer ähnliche Bemerkungen wie, hoffentlich bin ich bald wieder raus, so eine Füllung muss das sein, was ist mit Prophylaxe, also Fragen über Fragen. Und die moderne Zahnmedizin ist von dem ziemlich weit entfernt, was die meisten von Ihnen in so einem Stuhl vielleicht von uns sogar erwarten. Und deswegen bin ich hier, um diese Brücke zu schlagen zwischen zwei Welten. Ich als Zahnarzt und die Menschen, die zum Zahnarzt kommen, stellvertretend, möchte ich mit meinem Projekt Dental Mission so im Prinzip mitnehmen, dass Sie in der Lage versetzt sind, bei Ihrem Zahnarzt mündig aufgeklärt und auf andere Level zu kommen. Also, ich fasse mal zusammen. Meine Mission ist, Zähne, gesunde Zähne, möglichst lebenslang. Dass das nicht immer geklappt hat, weiß jeder von Ihnen. Und dass man aus den Erfahrungen der Eltern und Großeltern, die manches erleben mussten, vielleicht doch lernt, das transformiert. Und dafür habe ich mir vorgenommen, ein E-Book zu machen. Ein E-Book und ein Videokurs zusammen gibt es bisher noch nicht in Deutschland, einmalig, weil die einen möchten was lesen, die anderen möchten es vielleicht doch sehen und für beide habe ich es jetzt zusammengefügt. Und von daher ist das ein Produkt, was ich glaube Anfang, Ende Mai auf den Markt kommen wird. Es wird gerade noch zusammengeschnitten und vorbereitet und es wird sehr gut verständlich werden, denn meine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch mit meinen Emotionen zum Thema Zahnarzt, denn ich möchte ja auch den Menschen nicht wehtun. Und genau um das zu vermeiden, deswegen setzen wir sanfte Techniken ein und können sie mitnehmen in die moderne Welt der, ja, wie soll man sagen, gesunden und auch angenehmen Gefühle in einer Zahnarztpraxis und nicht diesem Angstgefühl, was es früher mal gab. Ich weiß, das ist ein starkes Projekt, das ist eine tolle Aufgabe, denn wir alle wissen, das Gefühl ist stärker als der Verstand und der nächste Termin ist für viele mit einem, naja, unguten Gefühl verbunden. Und genau das zu transformieren, also vom Zahn zum Selbstbewusstsein zu kommen, das ist meine Aufgabe. Ich danke, dass ihr dabei seid, dass ihr mitkommen möchtet auf diese Reise. Es wird einen Kompass geben, der Kompass gibt die Richtung. Alles Gute, bis dahin, euer Dr. Det.